Zack, einmal tief eintauchen in die Kacke. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Heute spielen wir wieder Lego Jurassic World. Und nachdem wir Jurassic Park The Lost World, Jurassic Park 3, was hier gar nicht steht, durch haben, geht's weiter zu Jurassic World, würde ich sagen, Freunde. Und da gehen wir jetzt direkt auch mal hin, legen wir los. Gucken wir mal, wo wir hier den Anfang machen. Hier wahrscheinlich mit diesem netten Zug geht's jetzt los in Jurassic World. Du möchtest etwas Neues, wie? Erstmal kommen aber noch ein paar Infos. Ja. Stegosaurus bewegt sich am liebsten auf allen Vieren fort. Allerdings wurde dieser gepanzerte Dinosaurier dabei beobachtet, wie er auf beiden Hinterbeinen und seinem Schwanz sitzt, um an höher liegende Pflanzen zu kommen. Cool Story. Ja, Irgendwelche Vorfälle? Es warten 6 Kinder im Fundbüro, 28 Hitzeschläge und irgendein Idiot wollte den Triceratops mit Eis füttern. Nice. Ihre Assistentin auf Leitung 2, Zack und Gray sind hier. Sagen Sie ihr, ich bin gleich da. Die Kinder meiner Schwester. Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz auf. Was ein Chaos. Wie groß ist die Insel? Groß. Aber wie viele Kilos? Das ergibt keinen Sinn. Na los! Hey, nicht weglaufen, ja? Und er ist weg. Tante Claire! Sarah wird sich gut um euch kümmern, bis ich mit der Arbeit heute Abend fertig bin, okay? Okay, ein Helikopter. Okay, dann viel Spaß. Und pass gut auf sie auf, ja? Der pennt schon wieder. Sie fliegen? Ich hab einen Flugschein. Okay. Zeigen Sie mir meinen neuen Dinosaurier. Okay. Ich weiß. Das haben Sie mir ja nie gesagt. Was macht er da? Unser erster genetisch modifizierter Hybrid. Okay. Also ist sie wohl intelligent? Oh, Indominus wurde nicht gezüchtet. Sie wurde geschaffen. Größer. Furchterregender. Ausgewachsen wird sie 15 Meter lang sein. Größer als der T-Rex. Das Gehege ist also absolut sicher? Wir haben die besten Baustatiker der Welt. Ja, hatte Hammond auch. Ein Mann von der amerikanischen Navy ist hier. Owen Grady. Ich weiß, wer er ist. Seine Tiere versuchen oft zu entkommen. Sie sind klug. Er muss klug. Er glaubt bloß, er sei klüger. Ich will, dass sie ihn herbringen. Vielleicht sieht er was, was wir nicht sehen. Okay. Tut mir leid, er steckt in den Zweigen fest. Oh oh. Komm schon, lass das Schwein herunter. Geht leider nicht, aber wir müssen das irgendwie runterholen. Würde ich sagen, aber wie, ist die Frage. Kann man hier den ganzen Tag stehen, oder was? Nein. Oh Mann. Hier vorne ist irgendwas. Was ist denn hier? Ich klettere darauf und schneide es los, wenn ich etwas zum Klettern finde. Was kann der machen? Achso, sich verstecken, so. Ja, das, da war was. Wo geht's denn hier nach oben? Ich will da doch nur hoch. Hier vielleicht. Ne, sieht nicht so aus. Doch, ist was liegen geblieben. Zack. Aber fall nicht. Alles easy. Ist schade, wenn deine Tierchen ihr Herrchen verlieren. Danke, wird nicht wieder vorkommen. Okay. Idiot. Das war diesmal ein völlig anderer Fehler. Das hat mir noch gefehlt. Komm schon, Owen. Du kannst doch sicher ein kleines Schwein finden. Was baue ich daraus?
Okay. Was ist das hier? Okay, der sucht irgendwas. Was auch immer er gerade sucht. Dim, 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 dim. Das Schwein ist da hinten im Dings. Das sehe ich auch so. Komm her, kleines Schweinchen. Wie schlecht, einfach nur. Diese Schweine sind viel zu klug. Was passiert mit dem Schwein? Das muss der machen. Zack. Und Action, oder was? Hui. Das war ein Stück zu weit, glaube ich. Jetzt wacht er auch mal auf. Und lässt uns hier hoch. Was auch immer wir hier oben sollen. Werden wir gleich sehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was baut er hier? Naja, egal. Komm, nehmen wir den anderen. Dim, dim, dim. Warum hat er das jetzt kaputt gemacht? Ah, hier kann ich wieder irgendwas machen. Mein Ding auswerfen. Das hört sich so falsch an, ne? Hey, hier kann ich mein Ding auswerfen. Zack, das auch am Boden. Und dann noch das hier. Bringt das irgendwas überhaupt? Ja, man kann dann irgendwas aufbauen. Was auch immer das hier sein soll. Ein Superstrahler oder was? Oh ja, so ist es besser. Wir haben es vorhin schon probiert, aber da sah es okay, cool. Wir brauchen Strom. Kein Problem. Und los geht's. Was passiert da jetzt? Ah, die werden freigelassen. Okay. Was muss ich hier jetzt machen? Okay. Okay, und den hier auch noch? Zack, okay. Nehmen wir mal Barry, ne? Zack. Okay. Das Schwein wird nicht lange überleben, glaube ich. Checkpoint. Ich muss das Schwein suchen, oder was? Okay, mal was Neues. Dass man nur als Dino spielt. Was gibt's hier? Hier gibt's, glaube ich, keine Schweine. Ah, da gibt's ein Schwein. Nein, du? Ah, der kann sogar was zusammenbauen hier. Okay.
Was Dinos nicht alles können, Freunde. Was ist das? Ah, da kommt man da hoch. Aber ich gehe erstmal hier lang. Erstmal gucken, was es hier hinten gibt, so schönes. Ah, das gibt's hier. Nice. Lass mich hier durch. Mann. Jetzt gehen wir hier hoch. Oh. So, jetzt. Dim. Da hinten ist das Schwein. Ich sehe es doch schon. Tja. Schnell weg, ne? Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier schnell hoch? So nicht. So. Komm schon, den Sprung schaffst du. Vielleicht kann ich helfen. Okay. Warum will der hier nicht? Jetzt. Zack, okay. Da hinten ist das Schwein. Aber es rennt wieder weg. Mann, Schweini, renn doch nicht immer weg. Und warum gibt es eigentlich so Klappen für euch? Das ist voll unlogisch. Okay. Kann man hier irgendwas gebrauchen von? Oder geht das alles direkt kaputt? Man kann was gebrauchen, in der Tat. Zack. Upsi, da ist die Kamera wohl kaputt. Das ist ein steiler Aufstieg, aber du schaffst das. Zack. Hoch geht's. Und jetzt suchen wir wieder das Schwein. Wo ist es? Ah, da hinten sind die anderen Dinos, okay. Manchmal muss man einfach ab durch die Mitte. Da ist irgendwas gefahren gerade. Hier mal gucken, was es hier gibt. So, das können wir neu aufbauen, okay. Es ist nur ein Schalter. Ihr wisst, was zu tun ist. Okay. So kommt man also durch. Na, riechst du das Schweinchen? Na, wo ist es denn? Was ist das? Ah, ein Stück des Kuchens. Ja, man kann dem Gestank hier folgen. Renn, Schweinchen, renn. Okay. Das wackelt noch schön mit dem Arsch. Welche Unverfrorenheit von ihm. Wir können hier wieder was bauen. Ihr könnt nicht beide da hoch, ihr müsst zusammenarbeiten. Okay. Da hätte vielleicht erst einer für hochgemusst, damit überhaupt jemand hochkommt. So, komm. Zack. Jetzt müssen wir hier oben bestimmt irgendwas kaputt machen. Hier zum Beispiel. Zack, dann kommt man da auch hoch. Kein Problem. Das Schwein ist wieder unterwegs. Warum werden für das Schwein alle Tore immer aufgemacht und so? Ich verstehe das echt nicht. Mann, 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 ey. Ah, man muss das wieder was zusammenbauen. Zack. Er ist direkt hinter diesem Tor. Zack.
So, durch, durch, durch. Wo ist das Scheunchen? Was gibt's hier? Das können nur Menschen, glaube ich. Hier bestimmt irgendwo. Hier können wir auf jeden Fall was zusammenbauen. Was vielleicht das Schwein hervorlockt. Vielleicht aber auch nicht. Was soll das werden? Wie lange baut er da dran? Alter! Zack, schauen wir mal, was das gibt. Nix, augenscheinlich. Ach, der hängt immer noch da. So, und der geht auch mal durch. Ganz entspannt. Hier kann man einmal riechen. So. Die Spur aufgenommen. Vielleicht. Ja, da hinten. Hier hinten wird die schlimmer. Dann hier lang. Hier wird die nochmal schlimm. Also so richtig schlimm. Hier muss das irgendwo, glaube ich, sein, aber... Hä? Hier ist doch die Spur, oder nicht? Ah, die Spur verliert sich ein bisschen dadurch. Also die Spur geht hier lang. Hier irgendwo. Ah, jetzt hat es, glaube ich, endlich. Holen wir das Schwein jetzt noch rein. Rein mit dir, oder du wirst gebraten. So ist recht. Glück gehabt, würde ich sagen. Nein! Wir müssen sie wohl von ihrem Essen ablenken, Owen. Ja, oh. Da hinten kann man was zusammenbauen oder so. Was auch immer das ist. Ah, nice. Kann ich noch irgendwo was zusammenbauen? Hier kann man was machen. Ah, ich brauche erst irgendwas Rotes. Hier gibt es was Rotes. Nee, kann man nicht kaputt machen. Der also taucht auch in so Dingern, okay? Komm schon, irgendetwas muss es hier noch geben. Okay, versuchen wir das. Was hat der jetzt? Achso, wir bauen jetzt was zusammen. Dim, 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 ganz entspannt. Barry, der Strom. Und zack, Strom. Okay. Jetzt heißt es hier schnell weg, aber wie? Brauchen wir immer noch das Teil für die Kurbel fällt. Wo gibt es hier die Kurbel? Oh, wie bin ich jetzt hier hintergekommen? Aber vielleicht muss ich dahinter. Ne, muss ich nicht. Hier gibt's die Kurbel. Warum liegt die noch hier? Dim, di, dim. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Und wir haben die Kurbel. Los, schnell. Oh, oh. Wir müssen jetzt wirklich schnell sein. Zack. Owen. Die fressen ihn ja aus der Hand. Was wollen sie? Feldexperiment. Okay. Ich habe eben gesehen, dass sie auf Kommandos reagieren. Wir müssen unsere Forschung weiter vorantreiben. Das sind wilde Tiere, Hoskins. Die wollen sie nicht in die Schlacht schicken. Wir machen endlich Fortschritte und das ist das Erste, was er sagt? Waffen herstellen? Mhm. Mr. Grady,
Owen. Owen, ich möchte, dass Sie mitkommen und sich etwas ansehen. Eine neue Spezies von uns erschaffen. Wir möchten, dass Sie das Gehege auf Schwachstellen untersuchen. Indominus Rex? Woraus wurde es gemacht? Das Basisgenom ist das des T-Rex. Der Rest ist geheim. Mhm. Was ist das? Es war doch gut. Wir waren hier. Das ergibt doch keinen Sinn. Die Türen wurden ewig nicht geöffnet. Waren diese Klauenspuren schon immer da? Sie meinen es. Okay. Ist es einfach darüber geklettert oder was? Nie im Leben könnte dieses Biest über die Mauern gelangen, ohne dass wir es merken. Ja, wie? Vielleicht darunter durch. Den nehmen wir auf, Sir Nick. Da. Es hat versucht, sich freizugraben. Deswegen haben wir das Fundament ja so tief gesetzt. Können Sie uns zu diesem Gerüst hochbringen? Klar. So. Zack. Einmal Access verschafft. Oh Mann, ey. Voll hypermodern hier. Mir hat das Wort gerade gefehlt. So. Hier müssen wir, glaube ich, wieder runter, oder? Sieht so aus. Ja, das wussten wir doch schon. Zack, einmal tief eintauchen in die Kacke. Das haben wir so gerne. Und es war ein paar Steine drin, die ich dann aufstellen kann und dann kann ich darüber klettern. Sehr nice. Ich finde einen anderen Weg für Sie. Zack. Wir es dem Indominus Rex wirklich leichter machen, die Wände zu erklimmen? Der Zug ist abgefahren. Und frisst bestimmt schon den nächsten. Danke. So. Hat sie das umgeworfen? Hier ist irgendwas Kaputtes. Das kann man ganz kaputt machen bestimmt. Wow. Tiefer gegraben, als wir dachten. Wie kommen wir hier rüber? So. Erstmal reparieren hier das Teil. Bei so Dingern immer oben drauf, oder? Ja. Okay, was passiert jetzt? Ah, der pumpt da Wasser rein. Voll klug. Und dann kann man auf diesen Plattformen rüberjumpen. Okay. Die krempeln sich noch die Arme hoch. Zack, zack, zack. Dann geht's hier lang. Die Mauer ist 12 Meter hoch. Sie glauben doch nicht, sie ist rausgeklettert. Doch. Kommt drauf an. Auf was? Was für ein Saurier die da im Labor zusammengerührt haben. Gehege 11, hier ist die Zentrale. Sie müssen das Gehege sofort verlassen. Gehege 11, hören Sie! Warum? Was ist das Problem? Er ist im Käfig, mit Ihnen zusammen. Oh oh. Wenn er T-Rex DNS besitzt, kann er vielleicht nur Bewegung wahrnehmen. Also ganz langsam. Oh Mann, wir sind erledigt. Ach, wir haben keine Fotokamera dabei. Hier wird niemand gefressen. Wollen wir wetten? Aber sicher. Klar wollen wir wetten, wir haben auch sonst nichts zu tun. Das hat mich erschreckt. Es gab einen Kurzschluss. Alice, benutzt dein Schockgewehr, um den Strom wieder anzustellen. Na gut. Okay. Okay. Jetzt kommt er bestimmt. Sag ich, ja? Hi, Kleiner. Sie schulden mir. Hier, ich gebe dir einen Tipp. Bleiben Sie da. Okay. Ich schau erstmal schön ab.
So, was versteckt er hier in seinem Code? Das ist natürlich jetzt die wichtigste Frage. Das muss es hier doch geben. Zack. Wird ja auch immer ein Code von Dinosauriern rum, wenn euch einer angreift. Ah, ein Hase. Nice. Okay. Upsi. Das hat nicht so ganz funktioniert. Aber vielleicht kann er mir helfen. Dann müssen wir ihn da weglocken. So. Okay. Zack. Gucken wir doch mal. Okay. Zack, 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 zack. Oh, was mache ich? So, durchschneiden. Warum auch immer man das hier durchschneiden soll. Um das zu bauen. Essenszeit. Okay. Interessiert ihn scheinbar sehr, dass es Essen gibt. Jetzt langsam. Krass, ey. Schnell, schnell, schnell. Wo lang müssen wir? Hier lang. Und dann hier lang. Und dann hier lang. Runter, hoch. Zack, fertig. Und dann sollten wir auch hier raus sein, oder? Es öffnet sich. Schnell. Oh, oh, das war knapp. Okay. Er rastet einfach komplett aus. Vielleicht hat er Glück. Evakuieren Sie die Insel. Oh Mann. Sie hat ein Implantat in ihrem Rücken. Ich kann sie vom Kontrollraum aus orten. Okay. Na dann, orten wir ihn im nächsten Ding. Willkommen in Jurassic World. Wurde freigespielt. Level... geschafft. Kein Thema für mich. Ich würde sagen, ihr gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis dahin, haut rein. Ciao!